Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schule zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind immer noch in, und jetzt geht's wieder los, ich und namens Nottinghamshire. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, sicher bin ich mir nicht. Bei Jarl Hemming und bei Willi haben in der letzten Folge eine Feste eingenommen und sollen jetzt nochmal mit Willi sprechen, weil er der nächste Jarl werden soll, aber selber noch überzeugt werden muss, sage ich jetzt mal. Und genau da wären wir jetzt. Da sitzt er nämlich. So. Willi. Da bist du ja. Komm, reite mit mir zu den Wasserfällen. Sie sind Freyas Geschenk an diese schonungslosen Lande. In Ordnung. Aber wenn ich von ihrem Anblick nicht ohnmächtig werde, hast du stark übertrieben. Du kannst mit beeindruckendem Können, muss ich sagen. Ich war ein guter Lehrmeister. Moment, er nimmt das Pferd, okay. Zu fechten, Willi. Gegen Bäume und Schneewehen. Nein, ich bin mir ganz sicher, ich habe dich vor einer Schneewehe gerettet. Und vor einem mörderischen Baum. Ich erinnere mich sehr gut. Jedem, der einen Baum mörderisch nennt, wurde einmal zu oft gegen den Schädel geschlagen. Okay. Gut. Geht doch weiter. Er erinnert mich an die kaputte Mauer im Nordwege, an der Straße zu meinem Onkel. Weißt du noch? Ja, ich erinnere mich an die beißende Winterkälte, als wir stundenlang Zuflucht vor dem Wind suchen mussten. Deinetwegen steckten wir dort fest. Auf der Suche nach den Hühnern, die du vor dem Julfest freigelassen hast, wenn ich dich erinnern darf. Es ist schön, wieder mit dir zu reiten, Stockarsch. Ich sagte dir doch, das sollte ein Drachenschwanz sein. Ich sah nur einen kleinen Holzzweig. Kein Drachenschwanz. Muss ich dich an deine eigenen enthüllten Abenteuer in den nächtlichen Straßen von Stavanger erinnern? Eivor hosenlos, den Kopf vollgesogen mit Met und die vielen Taschen voll Kotze. Ein Drachenschwanz also. Sicher, dass du wie Met meines Vaters willst? Fürchtest du dich nicht, dass du nackt mit dem Gesicht im Schlamm vom Schweinestall aufwachst? So nennst du also dein Haus? Ha! Ja, okay. Die kennen sich anscheinend schon ein bisschen länger. Würde ich einfach mal so behaupten. Aber gut, ich weiß nicht, ob die kleinen Geschichten noch weitergehen. Anscheinend nicht. Oder? Sind wir jetzt am Ende? Ja. Dein Vater nicht zurück wie dorthin geschickt, um zu helfen? Los, schnell! Okay. Rennt sie etwa oder was? So, komm. Was ist hier los? Das war mal ein abrupter Stopp. Eivor! Was ist geschehen? Ich kam zu spät, um es aufzuhalten. Die Pikten legten Feuer und verschwanden. Die wollen uns reizen. Es sitzen noch mehr Leute in der Falle. Befreie sie, Eivor. Versorge die Verletzten. Wir holen sie raus. Okay, Moment. Die Überlebenden befinden sich in brennenden Häusern in Stanbur. Okay. Hier zum Beispiel. So, komm raus da. Lass deine Habe hier. Lauf zu Trüppi. Bei ihm bist du sicher. Wo haben wir denn noch welche mal so gefragt? Wurde mir hier gerade was angezeigt? Nee. Moment, hä? Oh, ist hier noch einer drin? Halt, da sehe ich doch was. Komm, Eivor. Mensch, jetzt hätte ich auch die Treppe nehmen können. Ist da draußen jemand? Ja, natürlich ist hier jemand. Danke, danke. Da sind noch andere, die Hilfe brauchen. Tür verriegelt, okay. Moment, hier, dich holen wir mal. Danke, Fremde. Ich dachte schon, das wäre mein letzter Tag. Komme ich von oben rein? Jo, es schaut so aus. Bitte, beeil dich!
Sag mal, ich drücke Kreis. Lass los. Alter, echt jetzt? Ey, boah. Jo, ey, Mädel. Da zeig ich es mir auf den Schuppen. Komm raus da. Vielen Dank, Dränger. Danke. Geht doch. Beeilung. Beeilung. Bring dich in Sicherheit. So, Alter, hier sind noch welche. Na toll, ey. Komm ich hier oben drüber eventuell durch? Nein, Alter, ey, boah. Okay, ich komme anscheinend nicht drüber. Mann. Alter, es ist nur ein verdammter Strauch. Jetzt reicht's aber, ey, boah. Mann. Ah, hier. Bitte, meine Frau, bitte, lass mich hier. Ich kann nur einen tragen. Wollen wir einen retten? Wollen wir wetten? Oh, geliebte Hilda. Warum? Ich kann ohne dich nicht weiterleben. Natürlich. Ich kann nie ohne dich sein. Du stehst im... Ihr steht da im Feuer. Was macht ihr da? Was ist das denn? Ja. Egal. Warum? Ich kann ohne dich nicht weiterleben. Es gibt nichts, das du tun kannst. Bring dich in Sicherheit. Eivor, wir müssen einen Weg freiräumen. Mhm. Ist recht. Ich hole den Mann, Eivor. Trag du die Frau. Okay. Ilheim wird warten müssen. Heute bleibst du noch hier. Dem Allvater sei Dank. Halt dich an mir fest. Ich bring dich raus. Ja. Also hier, Mädel, du... Nee. Ja, was soll ich dazu sagen? Ne, du holst den Kerl da raus aus dem Haus und der setzt sich auf eine Bank im Feuer. Was soll ich dazu sagen? Abgesehen von der anderen Tussi. Oh, danke, Willi. Vielen Dank. Nur deinetwegen. Ich dachte schon, ich müsste dich retten, Willi. Wäre ich gestorben, dann wäre es meine Zeit gewesen. Mein Schicksal wurde bereits gesponnen. Es tut mir leid, aber du darfst dein Leben nicht so aufs Spiel setzen, mein Herr. Du hast Menschen zu führen und eine Zukunft zu bedenken. Der alte Mann ist weise, Willi. Du trägst die gesamte Würde dieses Clans auf deinen Schultern. Mein Vater trägt diese Last. Ich bin fürs Kämpfen und Feiern zuständig und in beidem unübertroffen. Wie schön, dass du mir wieder den Rücken frei hältst, Eivor. Siehst du, womit ich es zu tun habe? Der Verstand eines Trolls im Körper eines Aesir. Immer noch derselbe Stockarsch wie in Kindertagen. Ich werde mich nie ändern. Für so etwas haben wir keine Zeit, ihr beiden. Hier liegen viel zu viele Verwundete. Das ist dein Bereich, Trückwi. Ich möchte nicht an einem Nachmittag als Retter und als Heiler gesehen werden. Die Wasser des Kinderfalls werden meine Wunden pflegen. Ich bin dort, falls mein Vater mich braucht. Willi, warte! Eivor, warte einen Moment. Jarl Heming hat sich dir anvertraut, wegen seiner Gesundheit. So ist es. Er sagte, Willi nehme es nicht an. Willi lebt zurzeit in einer völlig anderen Welt. Er ist innerlich zerbrochen und will sich der Wahrheit, die vor ihm liegt, nicht stellen. Und wie geht es dir? Bist du gewappnet für das, was kommt? Ich habe meinen Frieden mit der Zukunft gemacht. Ja. Sorge für die Verwundeten hier. Ich werde selbst mit Willi sprechen. Okay, finde Willi und sprich mit ihm. Der Kinderfall ist nordwestlich von Stanbul. Ja gut. Dann, alles klar, 500 Meter, machen wir uns mal auf den Weg, ne? Der Kinderfall ist wunderschön. Willi hatte recht.
wo er wohl ist. Mhm, ist er das da vorne? Flieg, Freundin. Wahrscheinlich nicht. Okay. Also wahrscheinlich in der Grotte da. Komme ich da irgendwie anders hin als durch Klettern? Eventuell hier. Und jetzt links hoch. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, doch. Aber komm, vom Pferd steigen wir trotzdem ab. Weil das ist, nee. Das hat keinen Wert. Da liegt keine Zukunft drin. Was ist denn das? Eivor, du hast mein Geheimversteck gefunden. Ich müsste taub sein, um dich nicht singen zu hören. Dein Geblöke könnte die Toten aufwecken. Diese Scharmützel mit den Pikten haben dir zugesetzt. Ganz und gar nicht. Je mehr Narben, desto besser kann man prahlen. Sieh meinen Vater an. Ein schlachterprobter Krieger, wie eine aufgeschlitzte Ziege am Spieß. Das Bild würde ich gerade nicht verwenden, bei seinem Zustand. Prächtige Wasser, nicht wahr? Sie trösten und heilen. Sie sind Freyas Geschenk an die Menschheit. Vili, du kannst das nicht verdrängen. Dein Vater stirbt. Wenn er zur Halle der Toten aufbricht, wirst du seinen Platz einnehmen, wie man es erwartet. Der Wechsel in diesen durchtränkten Norden zermürbt mich, Eivor. Zu warm fürs Winterleben, zu kalt für den Sommer. Ich hörte, Mercia wäre milder. Dichte Wälder, strahlende Farben, lebendige Gewässer. Sieht es so in deiner Siedlung aus? Du wirst aber Jarl, Vili. Dein Vater erwartet es. Und die Menschen Snottinger haben Schiers auch. Ich brauche nur die Sonne auf meiner Haut und eine Axt in meiner Hand. Ale und Abenteuer. Nicht das ruhige Leben eines Jarls. Du wendest dich gegen den Brauch, Vili. Der Sohn folgt seinem Vater nach. So war es immer. Eivor. Ich habe meine Gründe, warum ich dich als Jarl sehen will. Der Rabenclan braucht Freunde in Englerland. Und du bist einer meiner Besten. Um dieses Bündnis zu sichern, muss ich aber nicht führen. Du und Sigurd werdet hier geliebt. Dein Vater stirbt, Vili. Jetzt ist die Zeit, dein Heim darauf vorzubereiten. Es ist nicht mein Heim. Es ist das des Clans. Und der Clan wird entscheiden, wie es weitergeht. Du kannst im Guten mit deinem Vater auseinandergehen. Dieses Geschenk war mir nicht vergönnt. Wirf es nicht weg. Vili, komm schnell! Noch ein Angriff? Dein Vater, er hat nicht mehr lange. Komm schnell zum Langhaus. Jarl Heming ist auf der Schwelle des Todes. Oh oh. Muss ihn sehen, bevor er sie überschreitet. Okay, und ab dafür. Uiuiui. So. Okay, da ist Vili auf dem Weg. Ja, Vilanch. Ach nee, da ist der Data sein Hotte Hü. Okay, alles klar. So, mal gucken. Gibt es hier ein Gespräch während des Weges oder. Oh, nee, sieht nicht so aus. Na gut. Den halt nicht. So, da wären wir doch. Das hoffe ich. Wenn der Jesus in sein Herz gelassen hat, wird der Herr ihn sicher aufnehmen. Boah, so, ab dafür. Ui. Oh, lieber Himmel, unser Jahr. Bald schließt er sich unseren Arm. Moment. Jarl Heming klammert sich noch an. Ah. Euch beide wieder so zusammenzusehen, erinnert mich an früher. Ich fühle mich
gleich wieder jung. Bewahre dir dieses Gefühl und nimm es mit dir in die Halle der Gefallenen. Eine große Kriegerin und Anführerin bist du geworden, Eivor. Man wird von dir singen. Ich hatte viele gute Lehrer, Jarl Heming. Dich vor allem. Ich bitte dich nun, lass meine Lehre nicht sterben. Gib sie weiter. Die Seherin ist auf dem Weg, Vater. Sie wird dir helfen und bringt Heilmittel und Seda. Hiermit hielt ich dich, Vili, in einer stolzen Hand. Als du gerade aus dem Leib deiner Mutter gekommen warst, ich sah dich aufwachsen. Ein Junge mit dreckigem Haar, der Stöcke schwang und durch den Schlamm rannte, von Ruhm träumte. Ich bin stolz darauf, was aus dir geworden ist, mein Sohn. Und ich bin stolz auf den Mann, der aus dir werden wird. Egal was. Ich... Vater. Vili. Bereiten wir die Bestattung vor. Ich rufe meinen Clan. Und du, die Edelinge des Schiers. Die Edelinge treffen nach und nach ein. Trückvi braucht jetzt unsere Hilfe. Wir werden am Scheiterhaufen sein, der das Dorf überblickt. Moment. Ist hier irgendwo, hä? So. Hä? Die einzige Königin von England. Hä? Moment, was? Du musst deine Königin vorbereiten. Hä? Mit den, so den verschiedenen Edelleute. Bla bla bla. Was ist das denn? Einer besseren Zukunft entgegen. Vili, ich bete, dass du dies findest, nachdem ich fort bin. Ich sah dich aufwachsen in all den Jahren, die wir zusammen verbrachten. Ich weiß, du wirst ein großer Jarl sein. Vergib mir also diese letzte Sache, die ich im Dienst deines Vaters tun muss. Okay, was soll das? Was muss er tun? Rüxegurna, Seite 7. Was auch immer das ist. Keine Ahnung. So, sorry Leute, lasst mich durch. Wo ist denn das? 180 Meter irgendwo da? Hä? Hey. Moment mal. Aber also schon außerhalb des Dorfes, ne? Los, Sühnen. Da irgendwo. Okay. Alles klar. Dann machen wir uns da mal hin auf den Weg. Ein würdiger Scheiterhaufen für Jarl Heming.
Seine Reise zu den Hallen wird von lodernden Flammen eingeläutet. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, was soll Trückevi noch für ihn machen? Also ich gehe mal davon aus, dass das Schreiben von Trückevi war. Das hörte sich jetzt so an. Drenga? Sunifa, danke für dein Kommen. Ah, der Anblick alter Freunde tröstet mein Herz. Wir kamen so schnell wir konnten, mit Geschenken für Jarl Heming. Die Festlichkeiten werden viele Tage andauern. Wann können wir beginnen? Der Scheiterhaufen ist aufgeschichtet und unsere Gäste wurden angemessen begrüßt und untergebracht. Wir können jederzeit beginnen. Gut. Ausgezeichnete Arbeit, Trückvi. Ich habe Jarl Heming mein Leben verschworen. Es gibt nichts, was ich nicht für ihn tun würde. Das Alting muss nach Ablauf dieser Woche und nach dem Begräbnis abgehalten werden. Die Edelfreien des Schiers werden Vili zum Jarl des Clans ernennen. Das setzt voraus, dass sie nach einer Woche des Trinkens und Trauerns wieder nüchtern sind. Das wird ein wunderbares Begräbnis. Vater wird von hier aus seine Lande gut im Blick haben. Die Flammen werden hoch und hell strahlen, sodass der gesamte Schier es sieht. Gut gemacht, Trückvi. Das war sein Lieblingsort in diesem Schier. Ich schätze, wir sollten anfangen. Unsere Gäste benötigen Aufmerksamkeit. Ich werde dich später aufsuchen, um dich vor ihnen zu retten, wenn der Met sie durchweicht hat. Du bist ein Geschenk der Götter, Eivor. Danke. Trückvi ist Hemtorps Fels in der Brandung. Solange er da ist, kann die Stadt ihren Frieden wahren. Er ist ein guter Mann. Ich muss kurz weg, Eivor. Ich möchte etwas für meinen Vater holen. Ein Geschenk. Wann hattest du denn Zeit, deine Totengabe zu fertigen? Eigentlich hatte ich gehofft, es ihm im Leben zu geben. Du musst es sehen, um es zu glauben. Ich brachte ein Geschenk vom Rabenclan. Es ist im Wachturm am Rand von Hemtorp. Sehr freundlich, vielen Dank. Ich würde es gern sehen. Ich sollte mir das Geschenk zuerst ansehen. Es muss Jarl Hemings würdig sein. Ich sehe eine schwere Last in deinem Blick, Eivor. Was bekümmert dich? Heming bat um meinen Rat, bevor er starb. Er wollte meine Meinung zum zukünftigen Anführer des Clans hören. Das wäre Vili, nicht wahr? Dem Brauch nach, ja. Trückvi hat mir aufgetragen, der Seherin mit den Opfern zu helfen. Könnten wir mit ihr sprechen, um deinen Geist zu beruhigen? Das ist eine gute Idee. Doch lass mich allein gehen. Stellt Späher um das Dorf herum auf. Die Menschen hier müssen in ihrer Trauer sicher sein. Okay. Was denn? Also irgendwie ist die Story ein bisschen... Ich meine, so viel passiert da im Endeffekt. Ist ja im Endeffekt nicht passiert. Der Jarl ist gestorben. Gut, okay. Eivor, der Jarl und Vivi, also der Sohn des Jarls, kannten sich schon ewig. Gefühlt. Also ja, okay. Ist in der Story des Spiels traurig. Aber jetzt nicht so... Also, jetzt bin ich mal gespannt, was aus der Story wird. Wo muss ich denn überhaupt hin? Gut, was haben wir denn hier? Moment, Kapitel 3. Ach du Schande, 3 Queststränge. Okay. Zutrat bei der Seherin. Machen wir doch erstmal das. So. Alles klar. Dann... Erstmal auf zur Seherin. Gut, irgendwo hier müsste die Seherin sein. So, das ist wahrscheinlich das Haus der Seherin. Jetzt, da Jarl Heming fort ist. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich wieder irgendeinen tollen Trank kriege, mit dem ich, ja, nennen wir es mal, träume. Oder was auch immer. Du bist die mit dem Wolfsmal, der Rabe der Schlacht. Dein Ruhm wächst mit jedem Mondschein. Ich kämpfe mit der Wahl, die Heming mir überlassen hat. Ich brauche deinen Rat dafür. Ein Opfer ist nötig, bevor der Scheiterhaufen brennt. Viele Schafe am Grund des schlummernden Jötun
Folge mir. Ja, dann steh auf. So, Abmarsch. Wo geht's hin? Okay. Oh, die Schafe, okay. Kommt, Tier. Ihr sollt den Göttern dienen und sie ermuntern, unseren geliebten Jarl Heming mit Ale und offenen Armen willkommen zu heißen. Aha. Okay. Was wird das jetzt? Ich hätte jetzt ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er ein Schaf auf gut Deutsch opfert. Kannst du erdrätseln, was bevorsteht? Abdurcht. Ich sehe, was gesehen werden muss, wenn nötig. Eine große Gabe, eine große Last. Befragte Jarl Heming dich oft? Konntest du seine Sorgen zerstreuen? Ja, wir sprachen häufig. Doch ging er meist mit mehr Bürden, als er gekommen war. Er sorgte sich um die Zukunft seines Clans. Darüber, wer Jarl sein würde. Sprich weniger. Unsere Worte sollen keine heimsuchenden Geister anlocken, wie du wünschst. Mhm. Okay. Gut, verbringen wir die Reise halt schweigend. Supi. Sind wir denn jetzt da? Sprich mit der Seherin, okay? Seherin, ich... Dein Herz ist ruhelos, dein Geist umwölkt. Du suchst mehr als die Zusicherung guter Omen. Ich suche die Weisheit der Götter. Du willst wissen, wer dem Clan besser als Jarl dienen würde. So ist es. Die Entscheidung zwischen Vili und Trügvi ist nicht klar. Wir stehen im Schatten des Riesen, des großen Bewahrers von Geheimnissen. Hier, ein Schluck der widerhallenden See. Steige den schlummernden Jötun hinauf. Nimm die Wasser zu dir. Gehe auf dem Gipfel in dich. Suche die Antworten auf deine Fragen nicht. Sie werden dich finden. Erkunde den schlummernden Jötun. Mhm. Okay. Ja, ne? Versuch was mal. Hä? Die Seherin sprach davon, auf diesem Gipfel in sich zu gehen. Also soll ich jetzt da hoch oder was? Was siehst du? Gehe ich jetzt einfach mal von aus, ne? Ergo, machen wir uns mal auf eine kleine Kletterpartie. Wenn ich mich nicht verguckt habe, waren hier irgendwo auch noch ein paar Eisenvorkommen da. So. Okay. Oh, komm, hoch da. Echt jetzt? Bin ich hier wirklich richtig? Ich würde sagen, ja, da oben ist auch ein Aussichtspunkt. Da muss ich ja höchstwahrscheinlich hin. Denke ich jetzt einfach mal. Wenn Evo denn hochklettern würde. Alter, was ist das denn für ein Akt? Meine Fresse. Um eine Antwort zu erhalten, sollte ich meinen Geist leeren, mein Herz beruhigen. Erstmal synchronisieren. So, damit geht's erstmal los. Und dann können wir weitersehen. Ja, sieht auch schön aus. Die ganzen schneebedeckten Hügel etc. Hat was. So, was haben wir hier jetzt?
auf diesem Gipfel in sich zu gehen, ja. Und jetzt? Moment. Meditieren. Heming, bist du es wirklich? Mein Uge, nicht im Fleische. Warum hast du Odins Halle nicht erreicht? Bei Zeiten werde ich das. Wenn die Flammen den Scheiterhaufen verschlingen, reite ich auf dem Rauchpfad zur Ruhmeshalle des Allvaters. Ich bin dankbar dafür, dich noch einmal zu sehen, Jarl. Ich kämpfe mit der Aufgabe, vor die du mich stelltest. Deinen Erben zu wählen, ist nicht leicht. Der eine wird geliebt, doch will die Aufgabe nicht. Der andere ist für die Aufgabe gewappnet, doch mag das Volk ihn nicht. Im Leben konnte ich dir keinen weiteren Rat geben, Eivor. Und so kann ich auch im Tod nur schweigen. Vergiss weisen Rat und kluge Überlegungen. Was ist es, das dein Herz dir sagt? Mein Herz steht still. Es redet nicht. Das sollte nicht meine Entscheidung sein, Heming. Es war immer deine Wahl. Du warst ihr Anführer. So wie Sigurd dein Anführer ist. Doch das stillt deinen Durst nach Ruhm nicht, und so begehrst du seinen Platz an der Spitze deines Clans. Ich will Sigurd nicht ersetzen. Die Nornir spannen unser Schicksal vor langer Zeit. Wir folgen nur den Fäden. Doch du siehst es nahen und heißt es willkommen. Soll ich meinem Schicksal dann entsagen? Den Pfad zum Ruhm verlassen, auf dem ich wandle? Nein, du sollst bei seiner Verteidigung sterben. Oh, Moment, was? Hey, aua! Was denn das jetzt? Warum? So habe ich dich nicht in Erinnerung. What? Moment, was, wie, wann, warum? Ach komm, jetzt spring er doch rüber. Alter. Wow. Vertraute auf deine Entscheidung und tue es noch. Jawohl, Alter. Entschlossenheit macht deine Klinge stumm. Hallo? Du führst jetzt Kriege an. Zögere nie. Du hast gezögert, Jarl Heming. Du! Deswegen solltest du mir glauben. Vertraue auf dein Urteil. Ich fühle mich schon stärker. Aue! Oh, what? Okay, dann wären wir wieder in der letzten Phase des Kampfes. Komm, gleich haben wir ihn doch. Du hast mich gezwungen, Heming. Ich wollte das nicht. Bereue
danke nichts, Eivor. Du hast mir den großen Schlachtentod gegeben, den ich im Leben suchte. Du alter Fuchs. Hast du mich deswegen angestachelt? Der Allvater. Er ist hier, um mich in seine Halle zu führen. Und ich muss folgen. Die Wahl, die du triffst, wird die richtige sein. Okay. Der Kampf gegen Heming kam jetzt ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Aber hey, okay. Nehme ich so hin. Alles gut. Okay, das haben wir schon mal erledigt. Zwei Nebenquests haben wir vor der Beerdigung noch offen. Einmal das im Tour mit unserem Geschenk und mit dem Geschenk von Willi. Die gibt es allerdings erst in der nächsten Folge. Für jetzt ist erstmal wieder Schicht. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Und schaltet auch bei einem meiner anderen Videos wieder ein. Videos gibt es von Montag bis Freitag um 14, 16 und um 18 Uhr. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.